Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind immer noch im Zero Chill Event unterwegs. Die 27. Challenge, Blizzard is Coming, steht an. So, es geht gegen die Chicago Bears. Damon Harrison von den Detroit Lions wird uns unterstützen. The Bears are on your goal line trying to win the game. Use Damon Harrison to stuff them and go on to win the game. Okay, das heißt, wir haben einen Goal Line Stand. Die Bears sind kurz vor meiner Endzone. Scheinbar sind wir auch schon wieder in Rückstand, wenn ich das dann so richtig interpretiere. So dass wir noch einmal punkten müssen. Bin mal gespannt, wie viel Zeit da noch bleibt. In Chicago nicht gut zu spielen, wenn es kalt ist. Die Erfahrung haben ja erst letztens noch die Rams gemacht, die jetzt übrigens zwei Spiele hintereinander verloren haben. Auf einmal schwächeln die Rams. Aber die Bears weiter auf Kurs, haben wieder gewonnen. Haben damit, denke ich mal, den dritten Seed definitiv sicher. Das bedeutet, dass meine Cowboys, wenn sie denn die Division gewinnen, maximal den vierten Seed holen können. So, Sanders, Elliott und Sharp auf Seiten meiner Cowboys. Trevathan, Howard und Amos auf Seiten der Chicago Bears. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Die Bears haben einen ersten Versuch und Goal an meiner 3-Yard-Linie. Liegen momentan mit 4 Punkten hinten. Wir sind im dritten Quarter. Da ist noch ewig lang zu spielen. 2 Minuten 48. So, wir müssen jetzt aber erstmal sehen, dass wir den Goal-Line-Stand hier überstehen. Ohne dass die Bears punkten. First and Goal. Laufspiel, kein Raumgewinn durch Howard. Das bedeutet Second and Goal. Wieder Laufspiel, diesmal aber Yardverlust. Third and Goal, aber jetzt von der 6-Yard-Linie. Boah, jetzt müssten sie aber eigentlich werfen, also nochmal laufen. Das wäre schon extrem seltsam. Ja, da kommt der Passversuch von Trubisky und der wird nicht gefangen in der Endzone. Oh, den muss der Receiver haben, definitiv. Scheint er komplett alleine. Fourth and Goal von der 6, das heißt Field Goal Versuch der Chicago Bears. Boah, Shinobi Awuzie war schon wieder fast dran. Die Bears verkürzen bis auf einen Punkt. 1 Minute 38 sind noch zu spielen hier im dritten Quarter. Sanders mit dem Ball auf Linie. Kommt hier ein paar schöne Blocks. Wird an der 39-Yard-Linie gestoppt. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, laufen wir über Ezekiel Elliott. Geht über die Außen. Wir laufen über die rechte Seite. Da spielt er seinen Speed schon wieder aus. Da kommt noch ein Safety, den er auch noch austanzt. Hilfe. Und wird dann leider unkontrollierbar. Ah, das waren Moves, die so nett geplant waren. Aber sah gut aus. Erster Versuch und 10 an der 20-Yard-Linie. So, wir laufen wieder mit Elliott. Ich hoffe, der hat sich wieder beruhigt über die Innenseite diesmal. Findet eine Lücke und ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Hat jetzt einen Spielzug länger gedauert. Natürlich bitter für Chicago, einen Goal-Line Possession nicht in einen Touchdown verwandelt und im nächsten Spielzug ist so ein Touchdown reingedrückt. Das tut weh. 8 Punkte Rückstand. Beziehungsweise wir haben eine 8 Punkte Führung. Damit lässt sich doch arbeiten.
49 Sekunden sind noch zu spielen. Ball geht an die 2-Yard-Linie. Beim Return wird gefumbled, aber die Bears können den Ball doch noch sichern. 1. und 10 Chicago an der eigenen 19-Yard-Linie. Ist natürlich keine gute Feldposition, die sie damit haben. 43 Sekunden noch zu spielen im dritten Quarter. Mit Trubisky. Laufspiel über Howard. Der ist mal komplett unter Kontrolle. 2. und 11. An der 18-Yard-Linie. Vollständiger Pass Trubisky über die Mitte. Sehr gut gelesen. Neues First Down Chicago an der 37-Yard-Linie. Das war der letzte Spielzug hier im dritten Quarter. Es geht gleich rüber ins vierte. Schöner Versuch hier von Trubisky. Ich bekomme keinen Blitz, dann suche ich mir eine Cover 2 raus und gehe wieder übers Audible in den Overstorm Brave Blitz. Erster Versuch und 10. Wieder vollständiger Pass von Trubisky. 2. und 5. An der 42-Yard-Linie. Sie bewegen den Ball nach vorne. Müssen sie jetzt aber auch wieder zu liegen mit 8 Punkten hinten. Brauchen also einen Touchdown inklusive Two-Point-Conversion, um das Spiel aus... Oh, schlechter Tackle-Versuch. Viel zu früh hier in den ins Tackling gegangen. Da macht der Receiver einen Move und schon segelt man ins Leere. 1. und 10 an der 50-Yard-Linie. Wir sind schon unter 3 Minuten, aber die Bears machen hier einen richtig guten Drive. Laufspiel, das war keine gute Idee. Diesmal Cohen, aber der kommt genauso wenig nach vorne wie Howard. Das gibt einen zweiten Versuch und 12 an der 48. Vollständiger Pass. Wieder von Trubisky. Gibt einen dritten und 3. Ja, es gibt, glaube ich, keinen mehr von dem Two-Minute-Warning. Denn die Uhr läuft runter. Wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. Nagy mit Mütze. Im Schnee mehr als verständlich. Dritter Versuch und 3. Viele kleine kurze Pässe, aber genauso spielt man gegen eine blitzende Defense. Aber 4. Versuch und 1, der war ein bisschen zu kurz. Und der ist intercepted. Ja, in Richtung von Deion Sanders sollte man nicht unbedingt werfen. Interceptions kann er immer noch sehr gut. So, wir haben den Ball an der 28-Yard-Linie. Die Bears haben keine Auszeit mehr, können die Uhr also nicht anhalten. Wir laufen mit Eddie George über die Mitte. Eddie George sucht eine Lücke, findet sie nicht. Ich hätte nach rechts rauslaufen sollen. Da war alles relativ frei. 2. und 3 an der 36. So, wir bleiben bei Eddie George, laufen wieder über die Mitte. Holen das First Down und mehr. Und sind jetzt getackelt. 1. und 10 an der 49, sind also über die Mittellinie. So, jetzt geht es mal wieder über die Außen mit Ezekiel Elliott. Blitz kommt von der rechten, aber wir laufen ja eben über die linke Seite, haben das ja schon geändert. Schöne Blocks. Da kommt noch ein Safety. Ah, Elliott ist in der Endzone. Viel zu spät kamen da die Verteidiger der Bears. Und dadurch konnte Ezekiel Elliott in die Endzone gelangen. Und damit haben wir jetzt ein 38 zu 23, also eine 15-Punkte-Führung.
Ah, das war echt bitter. Aber in diesem 4. und 1, die Interception, die hat richtig wehgetan. Da wollten die Bears vielleicht ein bisschen viel. Kick is on the way. Wird aufgenommen an der 7-Yard-Linie. Die Bears retournieren den Ball bis an die 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Viel Druck auf Trubisky. Der bringt den Ball aber an. Boah, starker Pass. Neues First Down an der 47-Yard-Linie. So, jetzt stellen sie sich auf, um den Ball zu spiken und die Uhr anzuhalten. Die haben ja keine Auszeit mehr, die Bears. Das gelingt. First Down an der 47-Yard-Linie. 33 Sekunden bleiben noch zu spielen. Zweiter Versuch und 10. Dritter Versuch und 2. Trubisky wirft und der ist vollständig. Ball ist in der Red Zone. Erster und 10 an der 13-Yard-Linie. Wir sind schon unter 10 Sekunden. Sie werden den Ball nochmal spiken. Mit 5 Sekunden auf der Uhr. Und wir versuchen einen Touchdown zu erzielen. Also die Offense der Bears spielt hier wirklich mit, das muss man sagen. Haben halt da wirklich echt Pech gehabt, dass sie keine Punkte erzielt haben, als sie hätten Punkte erzielen müssen. Sonst hätte das Spiel hier wirklich nochmal eng werden können. Trubisky wirft, vollständiger Pass. Letzter Spielzug, das Spiel ist aus. Wir schlagen die Bears. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.